Freunde, wir bekommen einen riesen Haufen AAA-Games geschenkt. Wenn das stimmt, was ich euch jetzt gleich mitteile, und ich würde sagen, los geht's. Freunde, Epic Games, das habe ich schon im letzten Video mitgeteilt, verschenkt ab heute jeden Tag ein Game. Bisher war noch nicht wirklich klar, was für Games das sind. Indie-Games, irgendwie was Mittelmäßiges. Aber jetzt gab es einen ziemlich krassen Leak tatsächlich. Es soll nämlich so sein, dass jetzt wirklich jeden Tag ein AAA-Game verschenkt wird. Das bedeutet, wenn ihr bei Epic Games angemeldet seid, was komplett kostenlos ist, könnt ihr dann jeden Tag auf die Seite gehen, dann euch das Spiel quasi für 0 Euro kaufen und dann besitzt ihr das Ganze. Ihr habt also überhaupt gar keinen Aufwand, bis auf das Erstellen eines Epic Games Accounts. Und wir gucken jetzt einfach mal rein in den Leak. Das sind nämlich jetzt die Games, die man wohl angeblich kostenlos bekommen soll. Am 17.12., also heute, soll es Dying Light geben. Am 18.12. Resident Evil 7, 19.12. The Witcher 3, 20.12. Mass Effect Andromeda, 21.12. Assassin's Creed Origins, am 22.12. Metal Gear Solid, dann kommt The Evil Within 2, danach Far Cry 5, danach am 25.12. Fallout 4, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, Borderlands 3, einen Tag danach, Monster Hunter World, am 27.12. danach Dragon Age Inquisition, am 29.12. Horizon Zero Dawn, am 30.12. Ghost Recon Breakpoint und dann am 31.12. Hitman 2. Auf jeden Fall super krass. Mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht mitteilen. Checkt das gerne mal aus. Epic Games ist unten verlinkt. Ja, da kann man auf jeden Fall einige Spiele nachholen, wenn man die Dinger noch nicht hat. Auf jeden Fall abholen. Und ich würde mal sagen, Freunde, hier habe ich nochmal eine richtig schöne Playlist für euch. Checkt das gerne mal aus. Und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Hinterlasst uns gerne ein Like und abonniert uns, wenn ihr mehr solcher tollen News bekommen wollt. Macht's gut und tschaußen.